Das Finale 1982, Bayern München gegen den 1. FC Nürnberg. Aufgrund der Weltmeisterschaft 1982 fand dieses Endspiel nicht nach der Meisterschaft statt, sondern drei Wochen vor dem 34. Spieltag. Das Duell Favorit gegen Außenseiter. Bayern München träumte noch von drei Titeln. Von der Titelverteidigung in der Bundesliga. Sie standen im Endspiel des Europapokals der Landesmeister gegen Aston Villa und wollten mit dem DFB-Pokaltriumph die Weichen stellen für eine Dreititelsaison. Der 1. FC Nürnberg war überraschend in dieses Finale eingezogen. Erst 1980 aufgestiegen nach schlimmen Jahren in der zweiten Liga in den 70er Jahren. Sie waren noch Rekordmeister. 9 Titel in der Meisterschaft für die Nürnberger. Die Bayern standen zu diesem Zeitpunkt bei 7. Aber Favorit natürlich das Team in Rot, der FC Bayern München. Eine neu formierte Mannschaft mit den beiden Superstars, dem zurückgeholten Paul Breitner und vorne Karl-Heinz Rummenigge. Trainer war Paul Czernay. Das ist Wolfgang Kraus auf Dremler. Der trug die Nummer 10, war aber ein defensiver Mittelfeldakteur. Sofort Spielkontrolle der Münchner Bayern. Bernd Dürnberger. Die Nummer 7 des FC Bayern, 12 Jahre lang Stammspieler des Vereins, 375 Bundesligaspiele, aber ein Länderspiel hat Bernd Dürnberger nie bestritten. Seltsam. Freistoß nach 5 Minuten. Das ist Breitner. Bisschen lässig. Flanke von Bayer Lorzer und erste Ecke für die Münchner Bayern. 11 lange Jahre hatte Bayern München kein DFB-Pokal-Endspiel mehr bestritten. In dieser Zwischenzeit, in diesen 11 Jahren, waren sie 5-mal Meister geworden, 3-mal Europapokalsieger. Aber ein DFB-Pokal-Endspiel hatten sie zuletzt 1971 absolviert. Im Tor bei den Nürnbergern, betreut von Udo Klug, Rudi Kargus, der erfahrene Mann, der mit dem HSV auch schon Meisterschaft und Pokal errungen hatte. Norbert Schlegel. Und das ist ein Versuch von Peter Stocker. Er spielt im rechten Mittelfeld des FCN. Muntere Anfangsphase, Viertelstunde mittlerweile vorbei. Horstmann, der Linksverteidiger, gibt den Ball nach vorne und ein böser Zusammenprall. Das sah im ersten Moment gar nicht so schlimm aus, aber diese Szene hatte weitreichende Folgen für dieses Endspiel. Alois Reinhardt, der Nürnberger am Boden, genauso wie Dieter Hoeneß, Mittelstürmer des FC Bayern München. Der Auftakt der berühmten Turban-Story, aber halt nur der Auftakt. Dr. Müller-Wohlfahrt bei Dieter Hoeneß, der kam zurück mit einem klitzekleinen fleischfarbenen Pflaster. Hier rumpeln die Köpfe zusammen. Reinhardt musste an der Augenbraue abgeklebt werden und Hoeneß sehr fair mit dem Handschlag. Sie sehen, das sah noch nicht schlimm aus bei Dieter Hoeneß. Ein kleines fleischfarbenes Pflaster beim Bruder von Manager Uli Hoeneß. Aber die Geschichte war längst noch nicht zu Ende. Trotz dieses Handicaps haute sich Hoeneß in einen Kopfball nach dem anderen. 20 Minuten mittlerweile vorbei. Stocker auf den schnellen Werner Heck, Mittelstürmer der Nürnberger. Werner Heck und Werner Dressel, da wollte der Underdog den Elfmeter. Zweikampf zwischen Augenthaler und Dressel, aber das war wohl eher etwas abgehoben von der Nummer 11, Werner Dressel. Das erste Pflaster hatte sich gelöst bei Dieter Hoeneß. Nun also die XXL-Variante quer über die hohe Stirn geklebt von Müller-Wohlfahrt. Das verunsicherte natürlich den Favoriten aus München. Geht es weiter mit Hoeneß, ja oder nein? Inzwischen musste auch schon Bayer Lorzer für Niedermeier ausgetauscht werden. Es lief nicht rund. Die Nürnberger wurden jetzt überlegen. Dressel auf Heck und hier ist Herbert Heidenreich. 27 Jahre jung, aber im Gesicht durchaus schon vom Leben gezeichnet. Herbert Heidenreich. Gut gespielt. Werner Heck, der Mittelstürmer, der über Mannheim und Saarbrücken zum FCN gekommen war. Und es blutete. Und es spritzte
auf der Stirn von Dieter Hoeneß. Auch das Pflaster hatte nicht gehalten. Und die Nürnberger, sie marschierten. Knapp eine halbe Stunde absolviert. Diesmal war es ein Foul von Augenthaler an Dressel. Freistoß also für den ersten FC Nürnberg, der sein Herz in die Hand nahm. Hier ist Werner Heck. Das war allerdings nicht so richtig gut. Und da kommt er wieder. Diesmal mit einem Mullverband, eine kleine Schlafmütze über dem Pflaster von Dieter Hoeneß. Aber hält das jetzt? 30. Minute. Ballverlust von Niedermeyer. Die Nürnberger spielten es gut. Sie hatten im Viertelfinale die Top-Teams Gladbach und im Halbfinale HSV ausgeschaltet. Die hatten Selbstvertrauen in diesem Pokalwettbewerb. Weierich, Stocker. Das ist der junge Thomas Brunner. Und hier der Österreicher Reinhold Hintermeier. Der sucht eine Anspielstation. Keiner kommt, auch keiner der Bayern. Also haut er einen raus. Ein Riesentor von Reinhold Hintermeier. 35 Meter. 1-0 Nürnberg. Und das war verdient. Manni Müller geschlagen. Er lieferte sich im Bayern-Tor ein Duell mit dem jungen Walter Junghans. 35 Meter und dennoch konnte der Keeper hier nichts machen. Genau getroffen, Reinhold Hintermeier, der Außenseiter, führt mit 1-0. Zurück bei den DFB-Pokal-Klassikern. Der erste FC Nürnberg und sein Trainer Udo Klug liegen überraschend vorne im Finale 82 gegen die Münchner Bayern in Rot. Wir sind noch in der ersten Hälfte. Das ist Dremler für die Bayern und Dieter Hoeneß. Wieder mit einem Kopfstoß. Trotz klaffender Platzwunde auf der Stirn haute der sich in jeden Ball. Schlussphase dieser ersten Hälfte. Die Bayern wollten noch den Ausgleich. Ihr 12. Finale der Vereinsgeschichte. Bislang hatten sie immer gewonnen. National und international. Schlimmer Fehler von Brunner. Was macht er denn da? Dicke Gelegenheit für Dieter Hoeneß kurz vor Ende dieser ersten Hälfte. Aber mit dem Kopf war er halt gefährlicher als unten am Boden. Der junge Manager Uli Hoeneß. Dieses Spiel sollte der Auftakt sein für 3 Titel in 3,5 Wochen. In der Meisterschaft lagen sie noch hinter dem HSV, dem Spitzenreiter. Und Aston Villa hatte eine schwache Saison in England gespielt. Die müssten doch zu packen sein im Europapokal-Endspiel. Aber Nürnberg machte Probleme. Nürnberg war gut. Werner Dressel verstolpert den Ball nach Fehler von Augenthaler. Der Club spielte es klasse. Diese Führung, das war kein Zufallsprodukt. Die Nürnberger waren in der ersten Hälfte besser. Die letzten Minuten des ersten Durchgangs. Dremler nochmal. Wird abgeblockt. Konterchance. Hintermeier. Ein genialer Pass. Dressel ist durch. Behält er die Nerven gegen Müller. Er behält sie und schiebt ihn rein. 2-0 erster FC Nürnberg. Quasi mit dem Pausenpfiff erhöhen sie die Führung. Werner Dressel. Die Bayern zu weit aufgerückt. Müller will mit der Hand zum Ball außerhalb des 16ers. Glück vielleicht sogar für ihn, dass er nicht rankommt. 2-0. Welch Überraschung. Und bei den Bayern Hektik in der Kabine. Jetzt wurde Dieter Hoeneß auf der Stirn genäht. Das alles ohne Betäubung. Es wurde endlich der berühmte Turban angefertigt. Und die Bayern wollten natürlich den schnellen Schusstreffer nach der Pause. Nun übernahmen sie das Kommando. Kraus. Niedermeyer. Und Hoeneß mit der Brust, mit dem Fuß. 48. Minute.